Hi! 12 Booster, 2 Pokeminaten und eine Runde eBay Cash King. Hallo! Hallo! Jetzt aber kommt die Serie raus und wir machen direkt Cash King. Hajo, mit diese flammende Finsternis. Zu wild. Geil. Ja, dann würde ich sagen, pack das Ding mal aus. Und jeder sucht sich ein paar Booster aus. Nehmen wir die ersten 6 oder willst du suchen? Ja, du, ich würde sagen, wir suchen schon raus, oder? Oh, du verlässt dich auf dein Glück. Aber das Display ist schon leicht. Ja, hier vorne hat es einen leichten Knick, aber warte. Chance. Geil. Das Übliche. Ja, ein bisschen eingeknickt, aber lass so mal noch so durch. Achso, komm. 1, 2. Aber nicht nach den Artworks-Geiern, ja? Nein, nicht nach den Artworks. Ich zieh einfach 1, 2, 3, 4, 5. Ich hab 6. Komm hier, zack. So. Der Rest kommt erstmal weg. Wird für später aufgehoben, ja? Ja, guck mal, das ist jetzt Zufall, dass er 2 Knochen hat. Ja, ich hab auch 2. Ja, also. Wolltest du dich jetzt schon wieder rechtfertigen oder was für irgendwas? Ich fang mal an, ja, weil also ich hier so... Also linke Seite, du rechtzeitig, wie immer. Ja, weil ich so präsent hier stehe. Letzter Zeit haben wir ein paar neue Zuschauer bekommen. Oh, willst du vielleicht mal eBay Cash King erklären? Warte, erster Code auf Nacken, ne? Ja, das sowieso. eBay Cash King, ja, ganz einfach. Weil die Leute kennen wahrscheinlich Cash King von anderen Booktubern. Wir öffnen jetzt unsere 12 Booster, die wir hier haben. Und die Hits werden auf eBay eingestellt und verkauft und am Schluss aufaddiert. Und wer aus seinen Boostern die meiste Cash gemacht hat, hat gewonnen, ne? Das heißt, wir wissen heute noch gar nicht, wer gewinnt. Außer du ziehst natürlich eine ultimative Karte. Also so Kluak Remax wäre schon mal was, glaube ich, wo... Fiaro. Difigiano. Schön. Kennst du den Difigiano? Nein. Okay. Hatte ich jetzt zu Ende geredet, bevor du mich unterbrochen hast? Kann sein, ja. Auch von mir nochmal ein Code. Ja, auf jeden Fall sieht man es halt erst dann eine Woche später, das ist natürlich der Nachteil. Vielleicht hauen wir das auch so schnell wie möglich raus, dann Mittwochs oder so. Ja, und da das mal ein neues Set ist, haben wir auch noch überhaupt keine Referenzen. Ne? Wir können jetzt nicht mal sagen, yo, die 10er. Ist jetzt gerade aktuell so, dass die Serie frisch rausgekommen ist, ne? Ja, und es einfach noch nichts gibt als Referenz. Ja, deswegen schwierig. Aber wenn natürlich jetzt, oh, schade, ich dachte schon, Ansagen machen. Aber die Artworks sind schon mal wieder was fresh. Aber ich denke, es ist wie bei jeder Serie, wenn sie mal rauskommt. Ja. Guck mal, die Packungen zerfleddern bei mir so. Ja, zu viel Kraft. Oder zu wenig Kleber. Hast du einen Spinat gegessen, hä? Oh, Turbo-Pflaster. Wirf eine Münze, lege bei Kopf eine Basisenergiekarte aus deinem Ablagestapel an eins deiner Basis-Pokémon an, das kein Pokémon Jax ist. Ist nicht schlecht, aber viel Zufall, ne? Ja. Nix gut, Liese. Aber es sind trotzdem auch viele neue Pokémon dabei, ne? Mhm. Finde ich nicht schlecht. Weil ich kenne die teilweise nicht. Ja. Oh, nein. Ja. Nein. Ui. Olangar. Olangar, oui. Nicer Dicer. Erster Hit. Was denkst du, was der bringt? Komm, ich sag mal einen Zehner, aber. Ein Zehner, puh. Das ist schon nur grob geschätzt. Du hast gerade ein Plurak-Pack zerrissen, Mensch. Ja, ich hab nach der Reihe gemacht. Ach so. Ja, das ist dein Traum, ne? Plurak-Pack. Ja. Feuer, Energie und dann? Tja. Pikachu. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Ja, ne? Das ist immer wieder gut. Ich muss lachen. Ey, aber reicht. Reislaus kam jetzt schon sehr oft. Ja, ne? Hab ich auch. Merk dir schon das mal für Pack-Bingo. Das bringt mir nichts, wenn du das annimmst. Ja. Ah, oh, hast du gedacht, ja, ne? Elektragon. Leck mich am. Ja, bisher hat man ja nur eine V-Karte gezogen, ne? Stand heute. Ja, das ist jetzt auch erst die zweite. Komm. Nochmal, ey. Ja, die Geier unter. Die machen Stopp und ja, dann. Ja, haben wir noch gar nichts mehr für die Abonnenten, die man da. Ah, doch, wir haben genug. Pro Mail, ne? Ja. Unten in der Beschreibung nochmal. Einfach abonnieren, ein Foto davon an, wird eingeblendet: pokeminatia.gmx.de. Und ihr bekommt von uns einen TCGO-Code geschickt.
Yes. Natürlich auch für die Bestandsabonnenten. Ja, also wir wollen unsere Bestandsabonnenten natürlich nicht außen vor lassen. Oh, Holo. Ein Holo. Oh, Kapuriki in Holo. Oh, das finde ich nicht schlecht. Ja. Ich glaube, da könntest du gar probieren, die nochmal zu verkaufen. Ja, ich denke so jetzt fürs erste Mal würden wir die Holos auch noch versuchen, oder? So ja. Die erste Runde, die Holos. Hätte ich auch gesagt. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, die Bestandsabos. Der Code ist für euch Bestandsabonnenten. Einfach eine Mail mit Glocke, Abo, ihr wisst. Ja, weil es ist immer doof, wenn man nur was für neue Abonnenten da macht. Das stimmt, ja. Guck mal, die Yeldröte. Wie so eine Vuvuzela, ne? Aus, wo war das? 2018, die WM? Nee. Nee, 2014 war es Südafrika. Ja, ich glaube auch. Ach, egal. Ihr könnt es bestimmt, ihr schreibt es in die Kommentare. Da merkt man, dass du nicht viel Fußball guckst, gell? Es ist zu lange her, weißt du? Ja. Ich gucke eigentlich schon viel Fußball. Nee, 2014 war Brasilien, glaube ich. Hör auf zu reden, es wird immer schlimmer. Nee, es wird richtiger, immer richtiger. Das gibt's doch nicht, wieso kriege ich denn nichts, Mann? Ey, da habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Du hast doch nur drei Booster hier rum. Gammel. Ja, Hauptsache dir Glurak auf. Oh, das war natürlich Zufall. Da habe ich jetzt gar nicht so, so drauf geachtet. Genau. Das hat nichts damit zu tun. Deine Nase wird länger, mein Freund. An einen gewissen Mythos glaube. Ja, wie gesagt, deine Nase wird länger, mein Freund. Bin ich mal gespannt jetzt, ob der. Ich habe so das Gefühl, du hast da was drin, deswegen. Ja, ich weiß es nicht, aber... Holo, Dachkai, oh, guck Holo. Mal. Guck mal aber. Also, Holos sind... Holo, hi, Holos hatten wir jetzt auch wieder beim letzten Mal. Zwei? Ja, ich glaube, ja. Ja, Blitzigel und noch irgendwas. Und jetzt auch schon der zweite. Also, die Holo gefallen mir, muss ich sagen. Das fand ich ja bei Clash Rebellen irgendwie, waren die ein bisschen langweilig, ne? Weil du sie gefühlt in jedem zweiten, dritten Pack hattest eine Holo drin. Rauchschwaden von Tilian. Ja, ist auch nicht schlecht. Turbopflaster hatten wir schon. Gelatini. Da hätte ich jetzt auch Bock auf so ein leckeres Eis. Schnutelm. Ach Gott, ja, das sind Pokémon. Oh, Dicktria, das kenne ich nicht. Hatten wir noch nicht, oder? Nee, und? Ich werde wahnsinnig. Was soll denn das? Oh Leute, ich gehe in Zukunft aus den Videos raus. Jetzt kommt Glurak, oder was? Nein, so hoch möchte ich noch gar nicht anfangen. Also ich habe da jetzt gar nichts dagegen. Um so Gottes Willen. Premium-Hit wäre jetzt schon mal was Feines, ne? So Full Art oder so. Ich würde mich auch schon mit einer Rainbow zufrieden. Hoppala. So, Micro und... Cavalanzas. Mhm. Ist das Holo, oder? Ich wollte gerade sagen, der ist auf dem Fußballfeld, aber nein, das ist eine Arena. Ja, ihr wisst ja, das ultimative Battle zum Schluss, ne? Glurak gegen Glurak. Kaum noch mal einen Code für euch. Ich habe jetzt die ganze Zeit nichts fürs Karma-Konto gemacht. Ja, ich hab's gerade sagen wollen. Karma-Konto ist da. Ja, an der Stelle können wir nochmal kurz Werbung für unsere anderen Videos machen, oder? Soll ich mal hier mal ein schönes Infovideo einblenden für Flammende Finsternis? Ja, mache ich. Alle Produkte in einem Video. Ja, falls euch noch entscheiden wollt, was ihr kauft. Und... Tschüss. Oh, also, da du jetzt noch gar nichts hattest, ich hab noch gar nichts, hoffe ich natürlich für dich, dass du in deinem letzten Booster... Ich hab nicht mal eine Holo, Mann. Einen netten Hit drin hast. Was weil soll denn das? Das wäre schon traurig. Nicht mal eine Holo? Da leide ich dann mit dir. Vati. Guck mal, wie der chillt. Vati ist es. So wie Vati. Sau großes Set, ne? Ja, ja. Viele Karten. Pupita. Und? Kleopatra. So, Leute, drückt mir die Daumen. Last Pack Magic, bitte. Sonst, ich habe da keine Chance gegen. Drei Holos oder zwei Holos? Zwei Holos und eine Wii.
Kannst du vergessen, dann eigentlich. Kannst du deine Einblendung weglassen. Ja, bei mir schon. Och, Leute. Kann man wenigstens in Bulk anrechnen oder so? Ja, 10 Cent pro Karte können wir machen, aber ich hab halt den gleichen. Tja, ich glaube, das wird nix. Okay. Ja, dann... Hättest du dich mal nicht auf dein Glück verlassen, ne? Hättest du lieber die ersten 6 genommen. Dann würde ich mal sagen, dass der Kevin mit Sicherheit gewonnen hat. Ja, also da brauchen wir nicht groß rummachen. Ich denke, mit meiner Wii und den 2 Holos habe ich gewonnen, weil du hast einfach gar nichts. Aber ey, das Set ist Hammer. Ich bin da echt noch gehypt für die nächsten Wochen. Natürlich. Sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Yes. Lasst ein Like da. Ciao. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.